Okay. Gucken wir mal. Eine Abscheulichkeit, wenn man kommt, jetzt das Riesenviech von den Viechern. Wahrscheinlich, sind die nicht Banditen? Ah, Leute, sind Level 9er! Ja, siehst. Ach du Scheiße, ey. Ja, ist natürlich ein bisschen armselig jetzt. Ist die ungenau, diese teure Waffe? Kann das sein? Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja, die ist halt die Scheiße. Ja, hat sich voll gelohnt, die Quest. War ja eine coole Quest gewesen. Ja, ich bin auch nicht so begeistert von der. Oh Gott, okay, werde weg. Aber gegen die haben wir Männer hier reicht. Ja. Und wir haben wenigstens alle gemacht. Und es war ja auch lustig. Vom spielerischen her war es ja eine coole Idee. Das muss man ja sagen. Cool war es ja von der spielerischen Komponente her nur. Oh! Ah ne, das sind nur Spider-Dinge. Die treffen gar nichts mit dieser Kackwaffe, Alter. Nicht weinen, wenn ich dir die Lunge zwischen den Rippen rausziehe. Alter, wir müssen dadurch aus diesen Viechern hier mal super Dinger machen, um überhaupt eine Rüstung zu haben. Ja. Selbst dann wird's, glaube ich, ziemlich. Hä? Wo ist er? Weißt du, du Bastard. Gibt's auch hier oben? Kann das sein? Ich denke mal, ja. Wo einen unten gibt's, da gibt's auch einen oben. Weisheiten mit Pyrus. Ja, vielleicht soll ich vielleicht einen neuen Kanal aufmachen. Weisheiten mit Pyrus. Ich hatte so jeden Tag einen Bibelspruch kopiert, so einen scheiß Kackspruch. Bibelspruch, ey. Besser jetzt. Und der Badass kann nix. Das sah so aus, als hättest du einfach so geschubst, so, weißt du? Ich schubst dich, Gott. Oh, noch einer. Komm her, ich schubst dich, ne? Mobbing! Aber danke fürs Iridium-Droppen, ihr hässlichen. Achso, ja, gut, dann bleib ich immer 3-4 Stunden, dann hab ich ja genug Iridium. Aber wir müssen aber hier rum. Oder wie? Okay. Sieht so aus, ja. Den Weg nehmen? Ich weiß gar nicht. Okay. Warte mal. Nee, der Weg ist schlecht, sehe ich gerade. Dann da lang. Ah, geht dann nicht. Ich dachte, da geht's auch. Okay. Ja gut, schon wieder runter. Ach, hier sind wir jetzt, hier da, wo wir diese Feuerdämonen, diese Feuerkirche da gemacht haben. Meine Mama hat mich auch mal, was? Hat deine Mama die Schale mit schon umgebracht? Bestimmt mal am Wickeltisch geschmissen. Können die doch woanders drauf sein? Alter, und die fanden wir schwer, ne? Ja. Lang ist's her. Lang ist's her, da waren die noch schwer. Ja, frisst das. Wieder noch Gruppen auf Granate, vor sie, bom, bom! Alter. Hier ist ein Brenner Psycho. Nice. Ja, komm, mach doch mal was mit dem. Ich habe aus dem Badass gemacht, aus dem Goliath, und der konnte gar nichts. Na gut, dann muss ich wohl ein super, super Badass Goliath
3000 machen. Eine Blutstaufe! Wir können die Susche umbringen, das Spiel checkt das nicht mal richtig. Der Sound geht dann weiter, wie geil. Ich hab Bug gefunden, cool. Die ist voll verbuggt. Hä, wo ist denn... Ab und hinterher, Leute. Du wandelnde Zuckerpuppe hier, das ist gleich ans Gesicht. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Jo. Oder? Ja, wo wir eben waren, ne? Jetzt sind wir wieder, wo wir eben waren, ja. Ja, wie? Aber die Map zeigt das genau so. Was? Oh, sehen jetzt sind die einfach einen Spawnpunkt nehmen können, wo man auch weiß, wo man auch hinkommen kann. Wäre schon ganz gut gewesen, ja. Also ohne jetzt Tunnelwissenschaft studiert zu haben. Tunnelwissenschaftler? Ja, also das ist mein Studienkurs, werde ich anbieten, würde ich einen eintragen. Ab Juli geht's los. Nice, bin dabei. Sehr gut. ja. Ich muss noch mal was. Ich meine, das Gute ist ja, wir können ja auch hier, wir können es ja auch gut aufteilen. Hier kann keiner von uns sterben. Ja, eben. Aber das kann nicht richtig sein. Ah, ich weiß, wo ich schleppe einfach. Hey, du hast den Spyko gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich muss sagen, er ist sehr ein wahnsinniges, genmanipuliertes Monster. Ausnehmen. Also ich sehe noch nicht, aber ich bin ganz in der Nähe von ihm. Na was? Oh, da ist er. Oh, der ist Level 30. Ach du Scheiße. Okay. Wie bist du da hingekommen? Außenrum. Oh Gott. Ach du Kacke, was ist denn das für ein Teil? Das sieht aus wie ein Landtrolk aus Oblivion. Ja. Er klopft sich gerade mit dem Botschurke Goliath. Oh, hat sich geklopft. Ich glaube, das werde ich nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ach du Scheiße. Nee. Lol, ich hab den getrappt, der versucht über den Zaun zu springen und kommt aber nicht rüber. Ja, das ist natürlich jetzt blöd für dich, Kollege. Ich höre dich schießen. Geil, ich hab den echt getrappt, wie geil ist das denn? Der kommt nicht über den Zaun rüber. Lol. Das kann jetzt zwar ein bisschen dauern, aber ansonsten. Würde ich schon mal lauter schießen, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich sehe nicht sogar, oder? Ist tot. Nice. Ich hab den einfach hier am Zaun getrappt, ist das lächerlich. Ah, jetzt soll ich dich auch wieder so schwer atmen. Du Perverser. Ich hab eine Ahnung. Lol. Ich hab keine Ahnung, wie du denn gekommen bist. Ich bin einfach quasi einmal den Weg, anstatt da rechts hoch zu gehen in der Höhle, wo wir weitergehen sind, bin ich einfach geradeaus weiter und dann geht's da nämlich so außen rum. Hier ist doch irgendwie so ein. Oh, warte mal, wer bist du? Hier ist doch so ein Blitzdings. Da ist ein Schatz hinter der Kiste. Hier muss irgendwo so ein Stromkabel sein. Warte mal. Weil das hätte ich schon ganz gerne.
das lang. Gott, geht ja ewig. Oh, hier ist auch noch eine. Ne, das ist eine Munition. So, du Drecksbengel. Ja, jetzt nervt er nicht runter unten. Triff sowieso nicht. Sag ich doch. Komm ich da hin, ohne zu sterben? Gute letzte Worte. Ah, hier ist auch eine Waffenkiste, okay. Da wird dann nur Kacke drin sein wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße, sind die Waffen schlecht. Die waren ja selbst für unsere damaligen Zeiten zu schlecht. Ah, okay. Ich habe den Sicherungskasten lahmgelegt. Die Frage, ob da überhaupt irgendwas Vernünftiges drin ist, ich meine. Aber gut, mal gucken. Allein der Beutegut hat auch noch eine Kiste gedroppt hier. Na gut, da ist eine Menge Munition drin, das ist immerhin schon mal ganz nett. Die Schilde sind natürlich absolute Rotze, das war klar. Und die Waffenkiste hier hinter der Barriere, die ist auch absoluter Gümmelschmutz. Na perfekt, das hat sich ja gelohnt. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich es auch gefunden, wo du wo lang gelaufen bist. Ja. Perfekt. Aber dann war das ja ein ziemlich lauer Gegner, wenn der da so schnell wegging. Ja, also ich weiß nicht, ob der viel Schaden gemacht hätte. So wahnsinnig viel ausgehalten hat er jedenfalls nicht. Und dann habe ich halt einfach nur mit der SMG draufgeballert. Na gut. Dann. Ich schätze mal, es wäre der letzte Teil gewesen dann. Geh ich mal schwer von aus. Warum hat er nicht noch irgendwelche Mist hier gezüchtet? Wir sind bei Teil 4. Also ich weiß ja nicht, ob das eine 45, aber 45 Nebenmissionen kommt ja auch ganz gut hin. Wenn du bedenkst, wenn du das für jede eine halbe Stunde bis Stunde, dann bist du ja in einer guten Spielzeit. Ja, wo laufe ich jetzt hier lang, Alter? Also laufe ich da lang gut, ne? Ah. Ah, hier. Hallöchen. Ja? So, nice. Dann können wir gleich wieder ins neue spawnen. A Sanctuary. Und dann können wir die Quest abgeben. Hm? Monster Mix Teil 3. Aber es ergibt ja auch Sinn, weil wir haben ja die Sachen gerade zur Verfügung gegeben, damit er... Kaufen. Naja, ist richtig. Das ist schön, dass es ein Vergnügen war. Gut. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Kein Geld zurück. Entschuldigung. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Was? Redest du über deine Mutter? Also sag mal. Eine Meldung für den Radiosender. Ach ja, der Typ, der scheiße über uns labert, den müssen wir natürlich jetzt cappen. Na gut, dann. Ey, mein Gott, ich hab so eine Pistole, damit könnte ich so ihn voll den Kopf abschneiden. Ja. Ja und ihn halt scheißen. Ich reiße den Kopf ab und scheiß dir den Hals. Also, Rakete. Ja. Oh, hat sich nicht gelohnt. Da ist er schon. Ah, hat sich ja gelohnt. Nein! Oh. Und hier eine Eilmeldung. Der Bandit, der Jack.
Tochter getötet hat, du hat fährst das Weißhaus mit mir hoch. Und aber so. Ist ja im Fahrstuhl, dann zugeht, Leute immer da drauf drücken und dann der nicht losfährt, weil Leute immer wieder auf den Kopf drücken. Na. Du. Oh, komm her, du Stück. Talk mehr. Verstärkungen beim Hyperion Truth Network angefordert. Werden geschickt. Töte den, den du liebst. Hör zu. Was? Hab ihn. Hast du mit da? Ja, kann ich leider nicht mehr. So, wer kannst du dich einmal retten? Explosionen des oh. Lebens! Komm, ich komm, ich komm! Du bist an meiner Stelle! Ich bin wieder tot! Du musst mir wieder helfen! Na! Halt doch mal still, sonst krieg ich dich nicht! Ich bin wie so ein Patient, der will eine Spritze haben, mein Gott! Totgeburt! Totgeburt! Tschüss! Totgeburten! Ich wünsche dir eine fröhliche Totgeburt! Nee, mach mal, das geht nicht anders. Ah, Sanitäter, ich hab einen Schützen! Ich oder auch nicht. Wollen wir eigentlich nicht coolen Schützenplatz jetzt und den Raketenroboter wegballern lassen und erledigt. Den habe ich in 15.000er Quitte direkt ins Auge gedrückt, ey. Ah, kleine Drecksaugi. Easy. Dann war er bestimmt von Jackie Boy, ne? Der Typ. Ja, bestimmt. Ach, Jack, du lernst es nicht, ne? Kannst uns nicht aufhalten. Was schwer hängt schon, Digga, war das schnell. Da. Wir sind einfach zu krass. Sag's wie es ist. Ja, also. Wir können halt nichts und kann nichts aufhalten. Ich weiß nicht, der hat irgendwie auch rumgebackt eben, der bei dem Typen. Dann hätte ich den voll eine mitgegeben. Erklär mir das nochmal. Erklär mir das nochmal, bist du doof, Bricks oder halt ich lieber Abstand zum Ziel. Warte auf den richtigen Moment. So, dann machen wir jetzt Data Mining. Crypto Mining machen wir jetzt, ja? Also ganz ehrlich. Let's Plane bringt halt auch nichts mehr, weil oldschool, wir machen jetzt Crypto Mining. Ihr könnt mir natürlich auch gerne bezahlen in Krypto, gar kein Problem. Hinterlasst doch mal so eure Kreditkarte oder so. Gerne. Wir nehmen Bitcoin, wir nehmen Ethereum, wir nehmen alles. No. Ja, wir nehmen nur so viel wie wir brauchen. Also mir auch nicht. Also alles, was ihr habt. Sehr gut. Oh lol. Okay, das war geil. Das war richtig gut. Schön, dass du das auf Kamera hast. Ich mache hier die unmöglichen Stunts. So. Okay. Und mit der Autostunts. Dann brauchen wir so ein bisschen was zu begreifen. Man denkt so, okay, Auge kaputt. Nee, irgendwie noch nicht. Oh. Menschenskinder, warum machst du deine kaputt machen? Bist du okay? Ja. Nur leider sieht nicht. Sieht aus, als wäre die Leiter kaputt. Ach, scheint die Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Also. Geh auf diese Weise rein. Ja. Geh zu einer der Pumpstationen. Achso, unser Auto ist auch da. Also, Leute, also, der Kommentar war geil. Ich hab den Hyperion geil, ja. Was du Captain ab jetzt? Ey, ja, der ist kaputt. Ach, echt? Dann klaue ich ein Landungsschiff. Sobald ihr herausgefunden habt, wo der Krieger ist, können wir ihn uns gemeinsam vornehmen. Zum Glück hat es gepasst. Ich wusste es nicht. Okay. Hallo. Steuerfahndung. Ist Jack hier? Gut, du hast es geschafft. Jetzt ja, das war Autofahren. Ja gut, bei der Steuerung kann man schon einen Glückwunsch nutzen. Verstehe ich? Was war das denn? Ups, war ich das einfach? Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Na okay, das gelogen war doch meine Absicht. Hä? Konzentriert euch auf den Assassin! Kann ja mal auf den Assassin, also nicht auf mich, okay. Ist hier oder? Nee, da drin. Hier hinten ist der Travel Purse. Wusste ich.
nicht. Ich muss auch erstmal gucken, alles gut. Ey, ich will auch schon ein Jetpack. Ihr könnt so mit Jetpack so hin und her fliegen. Da auch was Cooles mal. Ah, fuck. Oh, dann hol ich mir. Alles gut. Oh, ein Krippenroboter. Hätte die Lösung schon, kannst du den Dünner. Ah, Exploder. Oh, Gott sei Dank. Oh, noch einer. Der ist nicht am Boden. Er ist bald weggeschossen. Okay, oh, da ist ein Sniper da hinten. Ey, der einzige, der Sniper darf, bin ich. Ey. Dann Sniper doch auch, du Stück Scheiße. Wie ist denn ein Nahkampf? Oh, ein Nahkampf oder nicht? Ja, guck mal, die machen einen auf Assassin. Die haben sogar deine Unsichtbarkeitsfähigkeit geklaut. Hey! Scheiß Aua, oh. Ein bisschen noch. Ach. Danke. Ein Jetloader. Oh Gott, was ist hier los? Da ist ein Exploder, vielleicht kriegst du den. Nein, der leitet die Verpissung ein. Och nee. Hier, der kriegt zu mir. Leben. Danke. Ist Schmerz. Jetloader sind ja nervig, ey. Alter. Ja, sind nervig, aber irgendwie auch cool. Ich finde diese Transformer-mäßige. Ja, das stimmt. Ah, fuck. Warte, ich hol mir den. Okay. Einen euch noch? Da komm her, du Jetloader. Du Jetloader AP. Ich hab das Licht erblickt! Nein, nein, du haust jetzt hier nicht ab. Ja. Oh, was ist denn das gerade? Warte. Oh Gott, irgendwie halt nicht mehr aus, als es gewohnt hat. Verletzung, eine Fehler. Der Assassin muss sterben. Ja, okay. Will wir nur auf dich ziehen, oh, ne? Ja, und ich habe ihn gehadert, die dumme Sau. Hier ist Sniper nur einer und das bin ich. Ah, ja, ja. Diese kleine französische Hafenhure. Ups. Das war Wunkrit. Jetzt nimm dir die zwei anderen Pumpstationen vor und erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Warum hast du denn nicht gleich gesagt, wo alle drei sind, du bescheuerter Vollidiot? Was ist heute die Frage? Geboren in ein Flammenmeer! Geboren, Alter. Ich bin Roland. Lass uns ganz am Jackeln und dann die Milchschrecks trinken. What the hell? Ja, bester Schauspieler. Er ist immer noch tot. Das ist ein Arschloch, Alter. Ja. Oh, Mann. Ah, oh, nice. Achso, das hast du wieder. Meine Granate. Diggi, du musst mal stehen bleiben. Also, du lebst schon wieder. Meine Granate habe ich gerettet. Ich bin reingeschmissen, mich gerettet. Und die Explosion hat mich dann zurückgeholt. Das war kalkuliert. Hä, hey, was ist denn das für ein Überstrahl? Hä? Warte, ich krieg den. Komm, ein noch. Oh, der noch ein. Ja, bin schon kaputt. Der letzte war wieder ein Crit, weißt du? Lächerlich. Achso! Das hab ich gesehen. Wir haben da noch Shieldbots hier oben. Ah! Das hab ich nicht gesehen. Spielberg. Spielberg, ne? Ja. Mach keinen Scheiß! Geboren in ein Flammenmeer! Ey! Ich wollte jetzt hier auf damit. Heilung gibt's nicht. Man muss mit der nicht der klarkommen, die man hat. So. Das ist richtig. So. Und du kannst ein Auto spawnen hier. Du, Moonhawk, erklärst mir jetzt noch mal, warum du nicht gleich gesagt hast, wo alle sind. Das hätte ich auch sehr gut gefunden, muss ich sagen. Wow. Aber uns fragt ja keiner. Was ist das denn? Einer zwei im Lauf wird er unter Atom umgeschmeißen. Halt's Maul, Scooter, ich komm nochmal vorbei und polier dir so dermaßen die Fresse. Oh, abwärts. Oh, bleib einfach davor stehen. Lol. Okay, los geht's. Ich hab mir nicht gecheckt, dass es ein Aufzug ist.
Ich dachte auch, ich dachte, das bist du. Schön. Okay, Waffen. Ach du Kacke. Ah, Moment, Moment, Moment. Es geht hier. Oh ja, gerade rein. Ja, okay. Alter. Alter, das hat der Mann bescheuert gewesen. Ups, das war ein Double Crit. So hab ich es gern. Oh, jawoll. Voll ins Auge gefickt. Oh, jawoll, noch aber. Warte. Ein Quinn am anderen hier. Komm schnell noch. Danke. Wie ich mich mit der Granate retten kann. Das ist so geil. Mega gut. Ja, das Spiel hat schon, das Spiel ist echt gut gemacht. Und das so taktisch, das heißt, ich muss spielen. Ja, wir sind zusammensetzen. Oh Gott. Ich bin da oben springen. Nix mit Sanitäter. 27.000 Schaden hier, bitteschön. Sanitäter hier bei San Andreas oder was? Ich hab das Licht erblickt! Ah, wo willst du denn nur schon wieder hin? Ah, die Schnauze. Schalt dich doch mal endlich. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ihr fällt jetzt falsch mal weg. Nimm dir noch die letzte Pumpstation vor, dann können wir die Pipeline gut aufsprengen. Wo bist du? Hinter dir, lauf einfach raus. Also. Oh, da sind ganz viele Exploder hinter dir gespawnt. Schon 3 Stück. Ja. Oh fuck, oh fuck. Da Bumski. Oder? Ja, aber. Ich weiß nicht, soll er doch seinen komischen Affentanz da machen?